Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Minka and Friends. Ich bin hier im Top Deck am Flughafen Hamburg und habe zwei sehr nette Männer bei mir. Es ist schon sehr witzig und zwar die wiedervereinigten Modern Talkings. Ja, getroffen. Wer hat denn den ersten Schritt gemacht von euch beiden? Hi. Du? Ja, ich war damals ich sah das so quasi mehr oder weniger als meine Pflicht an. Weil ich war damals eben ziemlich erfolgreich und so und wollte eigentlich mal wissen, was Thomas so macht. Und ich hatte einfach so das Gefühl, also jetzt ruf ihn mal an und so und frag mal, wie es ihm geht. Ja, und dann habe ich angerufen und dann sagt er, ja, wer ist da? Ich sagte, ja, Dieter Bohlen. Und wie hast du reagiert? Da wurde ich ohnmächtig. Nee, wurdest du nicht. Nein, wurde ich nicht. Hast du dich gefreut oder hast du im ersten Augenblick gedacht? Zuerst dachte ich, logisch, wenn du mit jemandem 7 Jahre nicht gesprochen hast, denkst du, vielleicht will mich irgendjemand verarschen. Scherz, ja. Aber man kennt ihn und seine prägnante Stimme. Also deshalb ja. Habe ich mich dann sehr schnell gefasst und sagte, Dieter, was gibt's, was ist? Ja, wollte einfach anrufen und so in den ersten 5 Minuten hatten wir doch schon wieder etwas Spaß. Und das Gespräch wurde dann über 1 Stunde. Ja, und dann haben wir uns halt eben öfter telefoniert und auch öfter getroffen in der Zeit danach. Wir haben eigentlich nie über Musik gesprochen oder so. Es ging einfach nur erstmal über das Private. Vergangenheitsbewältigung, warum war was so. Weil wir haben früher wirklich kaum miteinander gesprochen. Und Thomas hat sich eben wirklich, also wir sind jetzt da seit 2 Wochen quasi jeden Tag zusammen oder seit drei Wochen. Und also muss ich schon sagen, also ich habe selten Menschen gesehen, der sich wirklich so wirklich total verändert hat. Ne? Was glaubst du denn, hat die Veränderung oder zur Veränderung beigetragen? Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, es war irgendwo so das Überdenken vom Leben, so im Grunde allgemein und die Erfahrung, die man so in den letzten Jahren gemacht hat. Man muss sich vorstellen, ich war damals 22, als Modern Talking war und sehr, sehr jung. Also viele können sich vorstellen, die jetzt vielleicht 21, 22 sind. Und alte Zuhörer oder Zugucker haben die ja. Doch, das natürlich. Ist eine Frechheit, ja. Sind die also ist irgendjemand 21 von euch? Ich bin 24. Echt? Ja, also so. Aber und dann, siehst du aber jung aus. Oh, dankeschön. Da muss man sich einfach vorstellen, das war damals sehr, sehr viel und sehr, sehr stressig. Und das, was wir ja jetzt im Grunde seit 4 Wochen machen, hatte damals 3 Jahre. Ich stehe auf Mandelaugen. Da musst du dahin gucken. Also ich stehe auf braune Mandelaugen. Ich habe auch noch nie blaue Mandelaugen. Hast du schon mal blaue Mandelaugen gesehen? Mandelhörnchen kenne ich, aber ist ja egal. Ja, was dann dazu? Ja, bringst mich raus. Ja, und dann im Laufe der Zeit, als Modern Talking zu Ende war, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Und bin mit mir so in, wie sagt man so schön, ins Gericht gegangen und gesagt, okay, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder rastest du jetzt vollkommen aus oder du versuchst einfach irgendwie andere Werte zu finden. Auch nach dem Erfolg von Modern Talking, nach den 60 Millionen verkauften Platten, war mir schon klar, dass alles, was ich danach anfasse, nie mehr so erfolgreich werden kann. Und dann habe ich halt eben in Amerika gelebt zum Teil und total weg in Amerika, kannte mich denn niemand. Ja, und im Laufe der Jahre habe ich mich einfach so verändert und im Grunde das Leben, dass ich gemerkt habe, es sind so viele Dinge, worauf es ankommt. Und momentan macht es einfach tierisch Spaß, erfolgreich zu sein. Und das ist das Wesentliche für mich. Thomas, sag mal, ich habe mal gelesen über dich, dass du gesagt hast, du hast ja deine Solo-Karriere dann gestartet, die war nicht ganz so erfolgreich. Und dann hast du gesagt, ich will auch gar nicht erfolgreich sein, weil mit Modern Talking war ich so erfolgreich, dass ich es gar nicht mehr sein kann. Stimmt das? Nein, das ist falsch. Dann wieder. Ich meine, ich habe immer gesagt, für mich ist es unvorstellbar, mit der Solo-Karriere genauso erfolgreich zu werden wie mit Modern Talking. Weil Modern Talking ist im Grunde in der deutschen Musikgeschichte einzigartig, jetzt von den Erfolgen, was wir vorgelegt haben. Es wäre genauso, wenn du nun jemanden, der den Sechser im Lotto hat mit Zusatzzahlen und der geht nächste Woche wieder spielen, dass du dann wieder sagst, und hast du jetzt wieder den Sechser mit Zusatzzahlen? Also wir sind ja ganz alleine. Wenn man eine Solo-Platte macht, man ganz alleine. Jetzt seid ihr wieder zu zweit. Wenn jetzt zu zweit ist, dann kann man immer besser Platten verkaufen. Also was an der neuen Platte alles gut ist, und zwar heißt sie Back for Good, das erzählen mir Thomas und Dieter gleich, also bleibt dran. Sind zu Gast bei mir Modern Talking, also Thomas Anders und Dieter Bohlen, und das hier ist euer neuestes Album, euer neuestes Werk, Back for Good. Wieso dieser Titel? Wer hat sich den ausgedacht? Wahrscheinlich du, oder? Nee, gar nicht. Nee? Take Z haben sie gedacht. Ja, ich weiß. Wir waren eigentlich dagegen, also gegen diesen Titel, weil natürlich wir wussten, dass uns alle darauf ansprechen werden. Mhm. Aber unsere Company, also unsere schöne Familie, BMG, die meinten einfach, das würde am besten das wiedergeben und naja. Ich glaube, es passt ja auch zu uns irgendwie. Eigentlich schon, weil ihr jetzt zurückkommt. Wir haben ja gestern mit Robbie Williams zusammengesessen und so. Und wir haben ihm vorgeschlagen, er darf auch irgendwie seine Tournee Yomahat Yomasul nennen.
kein Problem. Was hat er denn zu eurer Musik gesagt? Dann tauschen wir uns aus. Ja, ich glaube, also in England kommt das alles super gut an. Also auch die Kiddies, die da waren und so. Wir waren ja sowieso damals auch mit Brasalui in England auf Platz 2. Und ich glaube sowieso, ich meine, dass das so eine Euro-Disco-Pop-Schiene ist oder so, die überall eben auf der Welt laufen kann. Ne? Jetzt ist auf diesem Album ja eigentlich nur 4 neue Songs drauf. Also genau. Zwei schnelle. 4 neue Songs. 4 neue Songs. 4 hier. 4. Zwei schnelle Nummern und 2 langsamere Nummern. Die anderen sind eigentlich so neu gemixte. Genau. Wieso habt ihr nicht ein komplett neues Album gemacht? Ja, weil ich meine, wir wollten erstmal ganz viel Platten verkaufen. Was euch ja auch gelungen ist. 700.000 bei 700.000 in 7 Tagen, ja. Wahnsinn, echt. Und, naja, ich meine, also das Ding ist einfach, die Nachfrage war natürlich erstmal groß nach diesen alten Titeln. Mhm. Und uns hatte Wetten, dass und Axel Bayer ja eben gefragt, Mensch, wollt ihr nicht euer Wiedervereinigung bei uns feiern? Und da haben wir Axel natürlich gefragt, ja, welche Titel möchtest du denn gerne hören? Da hat er gleich gesagt, you're my heart, you're my soul, das muss kommen. Mhm. Und naja, und dann damit bestand schon irgendwie so ein gewisser Zwang, jetzt diese alten Nummern mit zum Teil aufzunehmen. Aber langweilt einen das nicht? Ich meine, damals habt ihr das, glaube ich, rauf und runter genudelt. Jetzt nach 11 Jahren oder das klingt ja ganz anders. Und ich meine, jetzt zum Beispiel jetzt bei You're My Heart, You're My Soul haben wir ja in der Version, die eben auf Viva läuft, eben auch einen Rapper dabei. Genau. Den hatten wir gestern in England eben auch dabei. Und das ist dann ja schon, ich meine, irgendwie was anderes. Und es groovt auch irgendwie anders. Einmal, ich meine, der Klangeindruck ist ein anderer für uns und für mich. Aber bei einem Rapper habe ich immer so ein bisschen das Problem momentan, wenn ich mit ihm auftrete, weil ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich immer Heart, You're My Soul schon auf der Bühne gesungen habe. Ich möchte immer einsetzen, wenn der Vers kommt. Aber dann geht erstmal Rap, 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 Rap. Und dann bin ich halt eben erst beim Chorus dabei. Ja. Und das ist eine Umstellung. Ja. Man sieht ja mal, wie ich mich schon seit 15 Jahren fühle. Kannst du überhaupt mit so einer Musik was anfangen? So Rap-Musik? Ja. Ja? Ja. Schon? Ich meine, wenn sie jetzt nicht zu hart ist, aber es ist ja in der jetzigen Zeit, es sind doch sehr, sehr kommerzielle Geschichten, die halt eben laufen. Und im Grunde finde ich das schon sehr gut. Ich meine, was ich echt witzig fand, als ich zum ersten Mal euer Video gesehen habe, ja. Also ich meine, ich habe das damals, da war ich, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, aber ich war 8, 9 Jahre alt. Ja, mein Klicker, dann hat dann immer noch so nebenbei Modern Talking gesehen, was ja in Vietnam sehr, sehr beliebt ist. Modern Talking habe ich ja euch schon erzählt. Da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Aber, nicht nur in Vietnam, ich weiß. Aber ja, überhaupt in Asien. Also in Asien seid ihr ziemlich dick dabei. Also jetzt nicht nur in Asien, sondern auf der ganzen Welt, Herr Buhl, genau. Wenn wir schon mal dabei sind. So ist das richtig. Ja. Das müssen wir gleich reden. Das werden wir doch hören. Sag's doch sofort. Und sie war schon mal in Vietnam. Und sie, weil viele Leute denken ja immer, wir erzählen ihr einen Käse oder so. Das ist nur eine ganz echte, die haben wir hier nicht umgemacht. Sie kommt da echt her. Ja, das stimmt. Und tatsächlich singen so dort Eskimo die Leute alles. Modern Talking und so auf Vietnamesisch. Das will ich ja. Also bei dir muss man. Also bei dir zu Wort zu kommen, ding, oder? Nein, aber bei diesem Video, was mir aufgefallen ist, der ist schon witzig. Und zwar, es erinnert mich schon an damals. Ihr guckt ziemlich, also so ähnlich wie in dem alten Video. So du immer so mit so einem leichten Seitenblick. Ja, wir gucken einfach so. Ich meine, daran sieht man wirklich, dass es bei uns jetzt kein gemachtes Image oder sowas ist. Wir sind im Grunde genauso, wie wir sind. Ah. Und das ist normal. Ich werde wahrscheinlich mit 60 noch so gucken, vielleicht ein bisschen faltiger. So. Aber wir noch genauso gucken. Das ist einfach so, wie ich empfinde, wie ich den Song rüberbringen möchte. Kannst du dich gegenüber Dieter jetzt besser durchsetzen? Ja, merkt man das nicht. Du konntest dich schon immer durchsetzen. Ja. Also das ist auch so eine Legende, die einfach überhaupt nicht stimmt, dass ich da so immer gesagt, im Gegenteil. Also das Problem war ja damals beim ersten Mal, dass alle quasi hinter Nora hinterher tanzen mussten. Und er war ja da auch dabei irgendwie. Und ich hatte damals bei Modern Talking relativ wenig zu sagen. Ich habe zwar alles gemacht, aber zu sagen hatte ich da nichts. Ja, wir machen jetzt einen kleinen Location-Wechsel. Und dann frage ich natürlich die beiden Herren über ihre Frauengeschichten. Und natürlich, was das Erfolgsgeheimnis von Modern Talking ist. Und vieles mehr. Also bleibt. Wir sitzen jetzt gerade im Landhaus Walter in Hamburg. Und ich würde gern wissen, was ihr glaubt, was euer Erfolgsgeheimnis ist. Ich habe links 2.0 und rechts 4.75. Och, dann siehst du also es ja gar nicht blind. Mehr. Doch, mit Kontaktlinsen ja, sehe ich euch. Also was glaubt ihr denn, was euer Geheimnis ist? Euer Erfolgsgeheimnis? Okay, so viel zu dieser Frage. Habt ihr eigentlich damit jetzt gerechnet? Ja, sonst ist es doch kein Geheimnis. Ja, kein Geheimnis. Doch, ich meine, Geheimnisse, die man verrät, sind keine Geheimnisse mehr. Stimmt. Okay, dann frage ich euch andersrum. Was ist euer Erfolg?
Wieso seid ihr erfolgreich? So. Das ist ein Geheimnis. Ach komm, ihr seid gemein. Lass mich nicht so hängen. Ich glaube einmal, dass wir ganz gute Titel eben komponieren, die die Leute, also die hängen bleiben. Also jedes Mal, wenn ich da zum Beispiel bei ihm vorbeigehe, pfeift der Brother Louis. Ich weiß nicht, ob das einen anderen Grund hat. Ich meine, keine Ahnung. Also, aber ich meine, diese Nummer, diese Titel kann man sich einfach sehr, sehr gut merken. Und das sind eben so Ohrwürmer und so. Und ja, die haben strahlen eine ziemlich positive Lebenseinstellung aus. Und ich glaube einfach, das ist ganz wichtig. Ne? Dieter, bei dir habe ich mal gelesen, dass du gesagt hast, nicht für alles Geld dieser Welt wird es ein Comeback von Modern Talking geben. Das hast du 1991 in der Max gesagt. Er macht es doch nicht für Geld. Also für Geld hätte ich es auch nicht gemacht. Aber wenn dann solche Leute eben wie Axel Bayer fragen und so. Außerdem ist es ja auch ganz klar, ich meine, dass die Einstellung zu gewissen Sachen sich einfach in der Zeit auch ändern. Und zu der Zeit zum Beispiel habe ich ja eben auch nicht gewusst, dass Thomas sich total geändert hat. Und ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, dass er sich so geändert hat, bin ich ganz ehrlich. Und unter den Determinanten, wo das damals gestanden hat, also was ich wusste, das und das, hätte ich das auch wirklich nicht gemacht. Aber in der Zeit haben sich, in den Jahren, haben sich dann so viele Sachen geändert einfach für mich, dass es dann eben für mich kein Problem mehr war. Aber Geld oder so hat bei diesem Thema sowieso nie eine Rolle gespielt. Ja, aber gibt es für dich einen Moment, wenn du heute darüber nachdenkst, zu der damaligen Zeit, wie das zwischen euch war, wo du heute eigentlich eher drüber lachen kannst? Ich lache über die ganze Zeit nur. Ja? Weil also ich fand die Zeit schön und ich meine, wir haben uns manchmal eben benommen wie ich weiß nicht, wie kleine Kinder. Und es war eben viel Kinderkram bei der ganzen Geschichte. Wie zum Beispiel? Ja, ich meine, also ich sag mal, seine Kette und meine Trainingsanzüge und dieser ganze Müll und so, also normale Menschen hätten das eben, also nur wir haben das, also das war auch nicht so wichtig, aber ich meine, wir sind da dann eben immer mit konfrontiert worden oder auch zum Beispiel, dass es, uns hat man ja oft vorgeworfen, dass wir nun ab und zu mal unter eine Sonnenbank gehen, was ja auch stimmt, aber ich habe da also ehrlich gesagt, ich habe nie geschnallt, was wir eigentlich so schlimme Sachen machen. Ich meine, die anderen Gruppen, ich meine, die zertrümmern irgendwelche Hotelzimmer, die zerschlagen irgendwelche Inneneinrichtungen von Flugzeugen und wer weiß was, sowas haben wir nie gemacht. Ne? Mhm. Und ich meine, wenn zwei Menschen einmal in der Woche, sage ich mal, unter das Solarium gehen, weil sie sonst vielleicht keine Zeit dazu haben, weil wir immer im Studio waren und so, dann finde ich das absolut legitim. Ja, das stimmt. Thomas, wie hast du dich gefühlt, als der Stern einen Artikel über dich brachte? Du kennst ja die letzte Seite, was macht eigentlich ... Ich meine, das heißt ja schon, dass man eigentlich fast abgeschrieben worden ist. Also hat man da und? Aha. Eins und zwei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es live, ja. Platz 1, herzlichen Glückwunsch, Mensch, ja. Telefon. Na, wie fühlt man sich jetzt? Geil. Also war das für euch schon wichtig, auf Platz 1 zu kommen, oder? Ja, ja, also, ja, also natürlich. Es ist so schön, wichtig, oben auf dem Gipfel so zu stehen und runter zu gucken. Auf dem Gipfel. Ja, ich meine, guck mal, es ist einfach so, nächste Woche oder übernächste Woche ist dann wieder jemand anders oben. Ja. Und du möchtest also, ja auch mal, weiß ich, 15 Millionen Einschlagquote haben, wir wetten das. Ich meine, jeder will. Ja, also jeder möchte nach oben. Jeder macht dieses Geschäft, glaube ich, wirklich. Ich meine, wir machen das alle nur, um Erfolg zu haben. Und ich meine, es geht mir natürlich, klar, ich meine, das heißt Erfolg, das Ding. Ne? Mhm. Aber für mich ist das ja auch ein Synonym dafür, was ist Erfolg? Ich meine, Erfolg ist ja, ganz viele Menschen kaufen meine Platte. Mhm. Und das heißt, ganz viele Menschen finden diese Musik gut. Mhm. Und das ist ja eine totale Bestätigung. Das wäre genauso, als wenn jetzt alle Jungs zu dir sagen würden, du bist die schönste Frau der Welt. Dann würdest du auch sagen, wow! Ne? Ich meine, man freut sich einfach drüber. Und ich meine, ich habe da lange für gearbeitet und so. Und wenn die ganzen Menschen eben meine Musik mögen oder so, dann erfüllt mich das A mit Stolz und andererseits natürlich auch mit einer gewissen Dankbarkeit. Also ja. Nur man weiß immer nicht, wie man das so artikulieren soll. Ich meine, ich weiß immer nicht, wie ich den Leuten das zurückgeben kann, was sie mir geben. Denn so ich meine, wir waren schon 5-mal Nummer 1 und jetzt eben das 6. Mal, das ist eben wunderschön. Ne? Das stimmt. Was zum Thema Frauen noch kommt, das seht ihr gleich. So, jetzt muss ich euch ja doch drauf ansprechen, und zwar zum Thema Frauen. Also erstmal komme ich jetzt mal auf Dieter. Dieter, ich weiß, habe ich gelesen, dein gängigster Spruch, wenn du eine Frau anmachst, ist, hast du einen Augenblick Zeit, ich würde dich gerne heiraten. Stimmt das? Es steht wirklich in 8-9 Artikeln. Ja, weil gut, das hat eine Frau Feldmaus gesagt und so, und da kann ich nichts für. Ich meine, es ist eben nicht, also jeder kann ja in Deutschland sagen, was er will. Und immer, aber das ist Quatsch. Ich meine, ich habe das weder zu ihr gesagt, noch jemals anders zu irgendeiner Frau gesagt. Das ist Quatsch. Was würdest du denn für eine Frau machen?
Wie bitte? Was würdest du für deine Frau machen? Alles? Alles? Für alles. Also bist du ein richtig emotionaler Typ. Untypisch für Wassermänner. Also will ich jetzt nur mal hier so nebenbei sagen. Ja gut, aber sagen. Ich meine, also wenn ich nicht alles für die Frau... Ich meine, ich habe es ja schon einmal bewiesen. Ich meine, da war ich auch relativ krank im Hirn. Und weil normalerweise kann einem sowas ja eigentlich nicht passieren, was mir passiert ist. Und Tim, aber es ist einfach so, das weiß Thomas auch. Ich glaube, einen emotionaleren Menschen als mich gibt's nicht mehr. Also weil ich mache alles aus dem Bauch raus, nichts aus Kalkül und so. Und auch, ich meine, dass wir Modern Talking jetzt veröffentlicht haben, ist eben nicht der tolle Geschäftsmann, der da gesessen hat mit dem Rechenschieber, sondern wir haben einfach Glück gehabt, dass wir zur richtigen Zeit kamen und so. Und die Leute interpretieren oft viel in mich rein, was eben nicht stimmt. Also ich bin nicht der, das ist einfach nicht so. Ich habe viel Glück. Guck mal, wie er grinst. Ja. Ich sage jetzt zu dem Thema gar nichts. Thomas, du hast ja, ich meine, da haben dich ja sehr viele Leute darum belächelt, diese Nora-Kette um den Hals gehabt. Du machst ja heute auch selbst darüber Witze. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, findest du das auch lächerlich oder war das einfach, das war halt einfach so damals? Ach, weißt du, du musst es so sehen, das war damals eigentlich eine verrückte Idee und natürlich lächle ich heute drüber, weil es einfach total dämlich aussah, müssen wir nicht drüber reden. Aber in dem Moment, weißt du, wenn du wirklich so ganz oben bist und du bist wirklich top, Nummer eins und seit überall Nummer eins, was man sich auch vorstellen kann, dann wird man auch... und noch mit diesem Alter damals, mit 21, 22, dann ist man noch total unvernünftig. Man überlegt nur, und das finde ich auch richtig. Was kann ich eigentlich noch Bescheuertes machen? Und man denkt aber natürlich nicht in diesem Moment nach, wie überlege ich in 10 Jahren darüber? Ja. Und ich meine, das ist so eine andere Frage. Weißt du, wenn ich heute so viele Kiddies oder sowas sehe, oder auch junge Leute, sind ja keine Kiddies mehr, aber die 18, 19 sind und sich überall Tattoos und sowas hinmachen. Mhm. Das ist für die Ewigkeit. Die Kette kann man abmachen. Aber überleg dir nur mal, so, ich meine, die machen es auch einfach nur, weil sie jetzt Bock drauf haben und überlegen sich auch nicht, wie denke ich in 5 Jahren oder in 10 Jahren darüber? Und das ist dann wirklich für die Ewigkeit. Also deshalb wirklich eine Bitte, nicht immer alles diese Kette, und Dieter sagte eben schon zum Teil, wenn das wirklich das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, ja bitte, dann ist es wirklich was ganz Schlimmes. Aber es ist nur eine Goldkette, nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber es war ja auch eigentlich der Trennungsgrund zwischen euch. Ja, nicht die Kette. Ja, nicht die Kette, aber der Name, der an der Kette stand, und zwar deine Noch-Ehe oder Ex-Frau. Ja, nein, das ist, das war, glaube ich, die Kombination von ganz, ganz vielen Sachen. Und Nora hat da eine große Rolle gespielt, weil sie einfach ganz, ganz bewusst ihren Part gemacht hat und sehr egoistisch vorgegangen ist und im Grunde natürlich auch aus diesem Glamour, den wir hatten, noch ihren Teil rausziehen wollte. Mhm. Sie hat aber immer im Grunde auch für mich letztendlich gearbeitet. Man muss nur eines sehen, Nora ist 1,5 Jahre noch jünger als ich. Mhm. Das heißt also, sie war damals so 20 oder 21 und wenn du dir überlegst, dass man mit in diesem Alter, dass du wirklich mit den Fingern schnippen musst und jeder springt und tanzt dir nach der Pfeife, egal was passiert. Und du hast niemanden, der dir deine Grenzen aufweist. Und du denkst, morgens, wenn du aufstehst, kann ich eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Und du gehst an diesem Tag diesen Schritt und du kriegst ihn noch weiter. Mhm. Ja, ich meine... Ja, das waren eben diese Kinderspielchen. Kinder probieren ja auch immer so aus, wie weit sie gehen können. So, und wenn du zum ersten Mal den Finger auf der Herdplatte hattest, dann weißt du, wie heiß dieses Ding ist. Mhm. Gibt es zwischen dir und Nora noch Kontakt oder habt ihr den erstmal abgebrochen? Nein, wir haben noch Kontakt. Also sehr lockeren Kontakt. Es ist nicht so, als müssten oder würden wir jetzt jeden Sonntagabend miteinander telefonieren. Aber es gibt schon Kontakt und es ist total relaxed. Also sie hat ihr Leben, ich habe mein Leben, ich lebe ja in der Beziehung. Und das ist im Grunde so, wie sich zwei erwachsene Menschen meiner Meinung nach verhalten sollen. Hat sie ihre Fehler eingesehen, Nora? Ja, sie lacht heute auch über viele Dinge, aber es ist natürlich auch in einer gewissen Weise so ihre Einstellung und auch ihr Charakter. Sie würde das heute nicht mehr so machen, aber sie ist eine sehr dominante Person und das ist nun mal so... reagiert und so ist sie nun mal. Also ich will doch da niemanden irgendwie ändern, nur es hat einfach nicht so zusammengepasst, so wie wir waren, also wie wir zusammen gelebt haben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich der bessere Mensch bin und sie ist der schlechtere Mensch, sondern es hat einfach nicht funktioniert. Gut, gleich geht's weiter mit uns. Also. Hier sind wir wieder und zwar sitzen wir in Hamburg mit Dieter Bohlen und Thomas Anders. Jetzt in dem letzten Take sozusagen spreche ich sehr gerne über Persönlichkeiten und zwar, was ist euer Lebensmotto? Meins ist, you can win if you want.
So hieß unsere zweite Single damals und daran glaube ich auch. Und glaube, jeder Mensch, der viel Erfolg hat oder so, der weiß das. Also wenn, ich glaube wirklich, wenn man total kämpft für eine Sache und das wirklich will, genau wie du, dann boxt man sich da irgendwann mal durch und erreicht, glaube ich, seine Träume. Aber man muss eben da megamäßig für kämpfen. Ne? Wenn man sagt so, ich bleib heute mal liegen und so, dann geht das eben nicht. Ne? Man muss eben Gas geben, bis Blut kommt. Ne? Thomas? Also bei mir ist es ein bisschen so, ich muss das so sagen, nicht derjenige, es gibt einen wunderbaren Spruch, den ich liebe, nicht derjenige, der hinfällt, ist Verlierer, sondern derjenige, der liegen bleibt. Also das heißt im anderen Sinne, es geht immer irgendwo weiter und man muss sich immer wieder aufrappeln. Und ein ehemaliger Produzent von mir hat mal gesagt, in unserer Geburtsurkunde stand nicht drin, das Leben wird einfach. Und das ist mir auch so im Kopf geblieben, sondern man muss immer wieder versuchen, dass es weitergeht, auch wenn es manchmal sehr, sehr aussichtslos aussieht. Und ich glaube, dass das Leben letztendlich für jeden irgendwo eine Chance bietet. Und nur, man muss einfach offen sein. Und ein bisschen Glück braucht man. Glück, natürlich braucht man Glück, aber man darf nicht hingehen und sagen, es läuft jetzt nicht so, wie ich es will oder ich habe es mir anders vorgestellt, nicht resignieren, sondern man muss das Glück auch sehen wollen. Man muss auch manchmal eine andere Spur einschlagen und dann wird es vielleicht besser. Mhm. Wovor habt ihr am meisten Angst? Also ich habe zum Beispiel vor unten keine Angst, weil unten ist immer so, weißt du, wenn du mal unten bist oder so, dann weißt du irgendwie, wie schön das ist, oben zu sein. Und sag mal, diese Wellenbewegung im Leben, also die machen mir, also wenn du immer nur mal wegen unten wärst oder immer nur oben, weißt du, dann weißt du ja das andere Ding nicht. Und ich glaube schon, also deshalb, also mir haben sehr viele Menschen wehgetan, aber also ich würde deshalb nicht irgendwie zumachen irgendwie, dass ich jetzt sage, okay, ich lasse keinen mehr an mich rankommen. Weil irgendwie, ich finde, das Leben ist einfach so, da gehört Krankheit zu oder auch jetzt im Beruf, dass man immer keinen Erfolg hat. Gibt es aber gar nichts, wovor du Angst hast? Gar nichts? Doch, klar, krank zu werden oder irgendwas. Krank zu werden. Bei dir? Ja, das ist natürlich auch so, ich glaube, ich kann sagen, so eine Hilflosigkeit. Das kann jetzt Krankheit, das kann verschiedene Sparten, aber plötzlich sich nicht mehr helfen zu können und vielleicht auch mit dem Bezug, dass niemand da ist, der dir irgendwie helfen kann, so wirklich richtig hilflos, in seiner tiefsten Bedeutung dieses Wort, um das erfahren zu müssen, was es bedeutet, das ist, glaube ich, das möchte ich nie erleben. Was erwartet ihr von euch selbst? Also ich erwarte jetzt erstmal so, dass alles so bleibt, wie es ist, dass wir uns weiter gut verstehen. Und also ich erwarte jetzt nicht, dass jedes Album auf Nummer 1 geht oder so. Ich meine, Hauptsache, also das Wichtigste ist uns, dass wir Spaß haben an der Musik, dass wir Spaß haben im Studio. Ja, okay, das ist von der beruflichen Sicht her absolut. Zu viel Zigaretten, bitte. Apropos Krankheit. Tee in der Lunge, wie war das? Tee in der Lunge. Genau. Nein, das ist natürlich, das wäre wunderschön. Und auch ich bin jetzt nicht derjenige, der denkt, was uns auch viele unterstellen wollen, dass wir immer nur diese Nummer 1 Sachen. Und ich, das ist so, wo eben dann Leute kommen, ja, wenn ihr nicht mehr Nummer 1 seid. Es geht doch gar nicht darum. Es geht doch einfach darum, dass wir wunderbare Erfolge letztendlich hatten und jetzt auch aber wieder haben. Aber das Gefühl einfach, weißt du, das kann man schlecht, also verbal so ausdrücken. Einfach, wenn du im Studio sitzt, ich habe eine neue Nummer geschrieben und er singt das dann und ich setze mich meinetwegen ans Klavier oder er sitzt sich ans Klavier und weißt du, dann, das ist ein ganz tolles Gefühl. Das kann auch total gefrustet sein. Nicht? Also, dass ich sag mal, ich, zu Hause stelle ich mir die Nummer dann so und so vor und auf einmal singt das ganz anders und ich denke, ach scheiße, die Nummer ist doch nicht gut. Ne? Mhm. Aber manchmal so, ich sag mal so alle 20, 30, 40 Mal hast du auf einmal eine Nummer dabei, wo du denkst, wow, weißt du, ist das schön. Und zum Beispiel jetzt auf dem Album haben wir so eine Ballade, die heißt I Will Follow You. Mhm. Und da haben wir nicht lange geübt, ich habe ein bisschen gespielt, er hat dazu gesungen und das klang wirklich so toll. Und dann hast du einfach, das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen, dieses Gefühl. Apropos Geld, das wäre meine nächste Frage. Was bedeutet euch Geld? Geld ist frei. Ich habe irgendwie verschluckt. Das ist so komisch. Geld ist Freiheit für klar. Dich? Ja. Auch? Ja, Geld macht natürlich frei. Ich meine, und jeder andere, der das sagt, also der lügt. Ne? Mhm. Weil man kann natürlich manchmal eben schon, weil man geldmäßig unabhängig ist, kann man natürlich auch immer die Wahrheit sagen und braucht nie ein Blatt vom Mund zu nehmen. Und ich sage immer, also wenn es bei mir morgen vorbei ist, na gut, okay, dann ist es eben vorbei. Ich brauche nicht mehr hungern und so. Ich weiß, wo ich mein Essen herkriege. Meine Familie ist versorgt. Und das ist natürlich ein ganz wunderbares Gefühl. Und das erlaubt mir eben die Freiheit der Wahrheit. Ne? Also ich kann ihm sagen, was ich will und tun, was ich will. Und das ist schon ganz schön. Seid ihr denn ehrlich überhaupt? Total. Zu also euch selbst? Zu euch selbst und zu anderen auch? Ja, absolut. Ja?
Also fällt mir nichts mehr ein. Ich fand's wunderbar. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Uns auch. Ja, nochmal Gratulation zu Nummer 1. Es ist wirklich frisch reingekommen. Um 17 Uhr haben sie es mir prophezeit und so war es auch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und schaltet nächsten Sonntag wieder ein, wenn es heißt Minka and Friends auf Viva 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Bye Bye und Servus und denkt dran, jeden Tag geht die Sonne auf.